Okay. Was ich jetzt nochmal gucken wollte, ist, ob wir hier irgendwas Neues haben. Und dann nochmal wegen gleich in diesem Tunnelsystem. Schaue ich gleich nochmal vorbei. Oh nein. Oh, ein Bananensamen. Cool. Bananensamen, Bananensamen, Bananensamen. Den knallen wir mal hier hin, komm. Zurück zu den Objekten, weil wir haben nicht noch was Neues. Hart verdiente Schokomünzen, ja, ja, ja. Perfetto! Her damit! So, hier habe ich nichts Neues. Darum kümmere ich mich gleich. So, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Dann... Was wollte ich noch? Ach ja! Arthus Bryant. Der kleine Naseweis. Planst du eine lange Nacht oder suchst du einen Helfer? Buddler. 2420. Hey Willi! Ja, heute habe ich früh Feierabend gemacht. Gestern auch. Und vorgestern ebenfalls. Behausung, ein Alter Schwede! Alter Schwede! Hi, 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 ich habe überhaupt keinen Platz dafür. Ich glaube, wir müssen das wirklich demnächst mal machen. Ich würde es ja echt gerne machen jetzt, ohne Witz. Aber ich habe erst zum einen keinen Platz. Und gerade so viel noch am Machen. So, wir ein bisschen mal von den Dingern verkaufen hier. Hier eine. Aber wurde nichts verkauft. Nein, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir auch. Alter Schwede, wo geht das überall hin jetzt? Jetzt haben wir auch erstmal Schutz vor diesen. Bis wir dementsprechend alles zusammen haben. Schönes Ding. Bananenbaum warten wir jetzt noch ab, würde ich sagen, ne? So ein paar Erfahrungspopel. Das ist cool, jetzt haben wir eine Libelle angelockt, ey. Das ist echt, das ist Hammer. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir alles einreißen, alles verkaufen. Bis auf die Pinatas. Teich werden wir komplett zuschütten. Das hier werden wir komplett verkaufen. Obwohl, das könnten wir eigentlich lassen. Nee, den Teil können wir lassen. Und den Teich können wir eigentlich auch lassen. Teich und das können wir eigentlich lassen. Aber die Bäume werden verkauft.
Ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock, genau, muss ich die ganzen Pinatas wieder fangen lassen. Nee, das habe ich auch keine Lust zu. Aber da. Nee, ja, ich glaube, bis auf Pinatas. Der Bereich kann auch bleiben. Also Pinatas, dieser Bereich, der See und halt dieser hinten hier, dieser kleine geschmückte Teil hier. Da kann ich das hier auch hier hinten vielleicht hinbauen. So ein kleines bisschen themenbezogener. Das kann man auf jeden Fall belassen, aber alles andere wird verkauft und woanders hingestellt, wenn ich dann noch eine Behausung für die jeweiligen Tiere behalten möchte. Solange von euch nichts kommt, mache ich natürlich alles so, wie ich es für richtig halte. Wenn irgendwann sagt, nee, pass auf, Skyline, so und so ist das auch viel besser, mache ich das auch so. Ist gar kein Problem. Mir, friss das mal. Das wird schlecht. Wolltest du das gerade haben, Sherbet? Entschuldigung. MP, du bist dumm. Fieber. Wahrscheinlich müssen wir uns dieses Fliegeding auch gleich, also die, ne, ihr wisst schon was. Auch noch gleich aufschreiben. Hier, da ist es! Wir gucken Gräser aus dem Kopf. Sag mir, was muss ich tun, damit du hier reinkommst? Und was muss ich tun, damit du hier bleibst? Du bist ein Must-Have. Ja, du kannst auch gerne reinfliegen. Tun dir nichts. Alles ganz Liebe. Sie ist über darüber durchgeflogen. Das muss zählen. Huh, wo ist sie hin? Weg ist sie. Bananenbaum braucht noch ein bisschen. Ja, also haben wir schon mal einen Plan fürs nächste Mal. Alles einreißen. Pinatas, Garten, Teich und Geldmaschine gedöns hier. Behalten wir. Alles andere kommt weg. So. Ordnung, passt alles. Ist mir alles so recht. Der Bananenbaum. Braucht auch ein bisschen länger als er braucht nicht so lange hier wie dieser Kirschenbaum hier, wa? Der Kirschenbaum hat auch keinen angelockt. Eigentlich jetzt so gedacht, dass es irgendein Vieh anlocken könnte. Aber dem war nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei ihr, also bei dieser Libelle, irgendwelche Wasserpflanzen braucht. Das könnte ich mir echt vorstellen. Vielleicht sollte ich das mal machen. 2-3 Wasserlilien oder sowas hier hinstellen. Das könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht Wasserpflanzen irgendwie reinstecken muss. Hallo? Komm rein. Wenn du gelangst, kannst du da auch rein sein. Ich mach nur Witz.
Brunnenkessensamen waren das, wa? Och. So, erneut. Deswegen müssen wir es auch unbedingt verkaufen, weil wir haben einfach null Platz mehr. Wir müssen jetzt echt entscheiden, was man alles reinknallt. Das ist echt scheiße. So. Hier eins. Hier eins. Und hier eins. Zack. 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 Der mag das. Ist das toll? Schön. Freut mich, dass dich das freut. Freust du dich auch, dass ich mich freue, dass du dich freust? Interessant. Du magst es aber, ne? Entschuldigung. Oh Gott. Boah. Oh, worauf ich mich morgen freue, ist schön der Yu-Gi-Oh!-Tag mal wieder. Seit Ewigkeiten mal wieder. Schon lange keinen Yu-Gi-Oh!-Tag mehr gehabt. So, du Baum. Wachs endlich. Wenn ich die Erfahrungspuppe kriege, dann erstmal Schluss machen kann für heute. Der Kollege muss auch bleiben. Ja, das ist eine schöne Abschreckfigur. So wie ich das mitbekommen habe. Das sah aber aus wie ein Tempel eben gerade, ja, dieses komische Ding. Was du für den Buddler bauen sollst. Also ich finde das eigentlich recht interessant, dass der dann unter die Erde halt geht und da die ganzen Schätze rausholt. Wenn er nicht das macht, was wir schon im Endeffekt gemacht haben. Und, Entschuldigung. Ja, dass er nicht im Endeffekt das macht, was wir jetzt ganz neu gemacht haben, weil wir haben ja schon einige Orte rausgefischt. Ich glaube, wir haben ja auch einen hier irgendwo unten drunter, wa? Bumm! Bumm! Zwei Level! Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Oh, fast noch eine Drittumkreisung. Level 27! Und jetzt haben wir sogar einen Bananenbaum. Okay, meine Damen und Herren, Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline verabschiedet sich jetzt mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn ihr irgendwas meint, ach so, ich habe was total Wichtiges vergessen. Wenn ihr ein Pinata einen Namen geben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Musik habt, die ihr gerne unter diesem Video beilegen möchtet, unter diesem Let's Play,
und ich dafür eure Musik verwenden darf und ja, in der Videobeschreibung dann halt euren Kanal verlinkt haben wollt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. Ich freue mich. Tschüss, ciao.